Hallo und willkommen zu Dark Parables 1, Dornröschens Fluch. Ja, der Bildschirm, also man sieht, es muss schon etwas älter sein. Ich weiß gerade gar nicht, aus welchem Jahr. Mein Aufnahmeprogramm hat auch ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist irgendwie ein bisschen nach links verschoben, komischerweise. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber als ich eben geguckt habe, war es so komisch verschoben. Aber ich bin froh, dass er das überhaupt aufnimmt. Also mal schauen. Ja, ein weiteres Spiel, das mir von Natascha empfohlen und bereitgestellt wurde. Wunderbar. Also es hat mit Märchen zu tun anscheinend. Ich muss kurz mal meinen Ton auf den Kopfhörern verstellen. Ja, so geht's. So, schon wieder ein bisschen laut. Wir haben hier das Dark Parables Märchenbuch Edition. Also freut euch schon auf die anderen Teile. Yay! Wimmelbild Adventure. Mit exklusiver Sammelkarte enthält 8 ungekürzte Vollversionen. Hier auf Karte 1 steht, warte mal, das ist ganz schön lange. Das lese ich bei den Credits vor. So. Ich würde sagen, dann fangen wir jetzt mal an. Meinen Namen habe ich schon eingegeben, aber mehr auch nicht. Dieser Vogel, ne? Ja, es sieht wunderschön aus. Es war einmal. Viele Jahre zuvor. On the day the princess was born, the king held a great festival and invited all but one godmother, who was strong in sorcery yet wicked at heart. Upon hearing the news, the evil godmother placed a curse on the newborn child. Later in life, the young princess came across a spindle in a dusty old room and pricked her finger. The inhabitants instantly fell under a sleeping spell, while briars burst from the ground and shrouded the castle. One day, a daring prince braved the thick vines and ventured into the castle. Upon finding the princess, he gave her a kiss, which was foretold to free the princess from her curse. Though the kiss removed the briars and awakened the inhabitants, the princess never rose from her eternal slumber. Many years have passed, and the truth behind the sleeping princess has been forgotten. What remains is the tale passed down through generations as the Sleeping Beauty. The Sleeping Beauty. 1000 Jahre später, Edinburgh, Schottland. Ach du Heilige, die Grafik. Detective, the case file you have in front of you may be connected to the tale of Briar Rose. I've given you a map to an abandoned castle rumored to be her resting place. Recent evidence shows vines are growing under the castle grounds. Your investigation will be to find the source of this anomaly and to quickly stop it from spreading further. This case is of the utmost urgency. If the vine growth is not contained, it will consume our city within 7 days. Good luck, Detective. Alles klar. Willkommen, Detective. Wir sind also ein Detektiv. Ein Glitzern weist auf einen Bereich hin, der für deine Ermittlungen... Bist du eine kurze... Ja, komm. Glitzer, Glitzer. In dieser Szene ist eine Axt verborgen. Finde alle versteckten Teile, um den Gegenstand zu vollständigen. Ui. Massive Axt. Ja, okay, das kenne ich ja schon hier alles, ne? Okay. Oh, jetzt soll ich weitermachen?
Nee. Aha, da ist es. Oh, das war schwierig. Hä? Wie blöd. Also irgendwie erkennt man das ganz schön schlecht. Klick hier jetzt mal so ein bisschen rum. Ja, das hat man sofort gesehen. Ich weiß nicht, ob es an der Grafik liegt, an mir oder ich habe den Laptop gerade irgendwie schief und sehe das deswegen. Ich habe keine Ahnung. Mein Laptop. Schleppi. Er ist eh ein bisschen kaputt. Let's Player am Laptop sind sowieso die besten. Das zeugt von Qualität. Oh, ist irgendwie doof. Also eigentlich suche ich ja gerne, aber ich sehe irgendwie rein gar nichts hier. Ich hoffe, das wird noch besser. Du hast einen neuen Gegenstand gefunden. Yay. Wir brauchen eigentlich noch Kleber. Wunderschön. Entferne mit der gefundenen Axt die Ranken von der Tür. Okay. Das haben wir hingekriegt. Du kannst in das Schloss betreten. Okay. Inspizieren. Wunderschön. Dies muss die Statue von Dornröschen sein, der schlafenden Prinzessin. Notizen. Dank meiner Spürnase habe ich in der Nähe der Statue eine Axt gefunden, mit deren Hilfe sich die widerspenstigen Dornranken entfernen ließen. Da ich die hölzerne Tür nun geöffnet habe, steht meiner Durchsuchung des verfallenen Schlosses nichts mehr im Wege. Ich muss meine Ermittlung fortsetzen, um mich nach zusätzlichen Anhaltspunkten umsehen. 131. Oh. Ich blicke auf das verlassene Schloss, bei dem es sich Gerüchten zufolge um die Ruhestätte von Dornröschen handelt. Im Verlauf meiner Ermittlungen werde ich meine Beobachtungen in diesem Tagebuch notieren. Doch zunächst muss ich die Möglichkeit finden durch die Tür. Okay, gut. Ja. Also, so die Idee finde ich ganz gut auf jeden Fall. Also, dass man Detektiv sein und Märchen kombiniert, finde ich immer ganz gut. Weil, tschüss. Auf Märchen an sich stehe ich eigentlich kaum. Also, einige. Ich muss was trinken. Es sind wenige, die ich echt mag. Bin nicht so der Märchen-Fan. Heiß hier. Gehen jetzt erstmal ins Schloss. Aber ich mag ja so alte Spiele. Also manchmal regt es mich schon auf. Vor allem halt mit der Steuerung oft. Hier ist es ja nicht so schlimm, aber... Ja, naja. Aber sonst an sich mag ich alte Spiele. Irgendwie werde ich da mal nostalgisch. Obwohl manche älter sind als ich, aber naja. Okay. Im Spiel sind viele interaktive Rätsel zu finden, die mögen wir doch am liebsten. Irgendwie, meine Augen sind irgendwie komisch. Sieh dir alles an und klicke an eine beliebige Stelle, um das Rätsel zu lösen.
Okay. Hä? Gibt's auch Hilfe? So, platziere die Plättchen an den entsprechenden Stellen. Jede goldene Eule ist interaktiv. Hallo. Okay. Huch. Hä? Hier oder was? Ach so. Wer was anhat wahrscheinlich. Ja komm, das kriege ich noch hin. Ein Diadem, glaube ich. Oder so ähnlich. Eine Ritterrüstung. Ein Spiegel. Hat bestimmt sie. Nee. Dann hat sie das an. Huh? Hä, was waren hier? Hä, was war das? Ritterhelm. Hallo? Ritterhelm. Ein Zepter. Und ein Schwert. Juhu. Hä, was soll ich hier jetzt machen? Ach so, ich dachte, ich soll noch was machen. Du hast dieses Rätsel gelöst und einen Inventargegenstand halten. Yay! Yeah. Geil! Ich guck mal kurz, ob hier drauf steht, von welchem Jahr das ist. Nein. Entschuldigung, das interessiert mich aber. Ah, steht hier nicht, glaube ich. Achtung, Gewalt. Oh. Da bin ich ja mal gespannt, was für gewalttätige Szenen hier auftreten. Naja. Wird in der Spielbeschreibung unten sehen. Stehen. Oh Mann. Ich gucke da nämlich nachher nochmal nach dann. Ist ja jetzt auch egal. Schmetterlinge. Die Statue des Königs wirkt fast lebendig, was er wohl eigentlich in seinen Händen halten sollte. Ah, okay. Dies ist die Statue der Königin. In ihren Händen scheint auch etwas zu viel. Okay, wir müssen also so Stäbe oder was finden. Sie erinnert mich gerade an Professor Layton mit dem Gehen. Und den Schritten. Ja, ist irgendwie hübsch. Bisschen eklig, aber auch hübsch. Mit den Blumen, das ist zumindest hübsch. Also, ich weiß nicht, hier sehe ich irgendwie ein bisschen mehr. Das ist schon besser. Man konnte übrigens auch keine Schwierigkeit einstellen. Brauchen noch so ein... hier ist es. Und noch zwei Teile. Sieht echt so aus, als ob es das ist. Ich setze den Laptop mal kurz ein bisschen anders hin. Ja, jetzt sehe ich besser auf jeden Fall. Das lag wohl daran, glaube ich. Da ist eins. Ein Teil fehlt noch. Du hast es bestimmt schon entdeckt. Wo ist es? Wo kann es nur sein? Hallo? Hey, wo ist das? Alter, hab ich mich erschrocken? Entschuldigung. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich bin zurzeit sehr, sehr schreckhaft. Ich hab mich voll mega erschrocken, Alter. Hä, ich find das Teil nicht. Alter. Mein Herz. Hä? Ich mach mal kurz einen Hinweis. Will die mich verarschen? So, jetzt aber. Sonnenemblemhälfte. Toll, auch nur noch eine Hälfte, oh Mann. Das
immer am besten. Was ist das? Ein Türgriff. Diese Aussparung gehört einer Art Emblem. Wahrscheinlich gehört an dieser Stelle ein Türgriff. Oh, den haben wir schon. Ja, wir haben erst eine Hälfte. Warte mal. Wird geladen. Mal gucken nach Hollywood. Oh nein. Welcome, Detective. Do not be alarmed. I am Briar Rose and I wish you no harm. The curse has returned and a great danger looms. But I can help you to stop it before all is consumed. My body lies in repose in a castle room deep. To vanquish the curse, you must rouse me from sleep. However, an evil godmother is haunting this place. Be wary, or else she may foil your case. Follow me. Nein, ich folge dir nicht. Ich meine, hallo, Don Röschen ist aus dem Pentagramm gekommen. Wie gruselig ist das denn bitte?